Die Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim? Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. Willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind. Wir haben jetzt eine ganz spannende Gesprächsrunde für Sie. Und zwar ist zum einen bei uns Markus Franz, Internist mit eigener Praxis. Und Sie haben uns heute einen Patienten von Ihnen mitgebracht, und zwar Alexander Friedberg. Sie waren ein Corona-Patient bei Markus Franz, beziehungsweise sind es immer noch. Ja. Wann haben Sie sich angesteckt? Wann ich mich angesteckt habe, ist eine gute Frage. Ich bin mit Anfang November ins Spital gekommen, an einem Montag, und habe am Samstag schon die ersten Symptome gehabt. Also hohes Fieber. Sie sind gleich ins Spital gegangen? Ich habe den Markus kontaktiert, weil ich schon lange, sehr lange Patient bei ihm bin mit einer chronischen Darmerkrankung und hatte so ähnliche Symptome schon einmal bei einem Schub und dachte, hängt wieder damit zusammen. Da habe ich auch hohes Fieber gehabt und Kopfweh. Habe ihn kontaktiert und wurde dann am Montag in der Früh in Privatklinik aufgenommen. Und Sie haben schon vermutet, da könnte was dahinter stecken? Wir haben vermutet, da steckt was dahinter, aber natürlich ist es klinisch nicht gleich feststellbar oder überhaupt nicht feststellbar. Ist es jetzt eine fieberhafte Erkrankung, die vom Darm ausgeht, oder ist es was von einer frischen Infektion ausgeht, oder ist es überhaupt ganz was anderes, oder ist es eben Covid? Deswegen macht man ja die Tests, wenn die Symptome zusammenpassen. Und die Symptome sind ja recht breit gestreut. Es kann gehen vom Geschmacksverlust mit ein bisschen Husten bis hin zu ganz hohem Fieber mit schweren Kopfschmerzen, Atemnot, auch Magen-Darm-Beschwerden sind beschrieben. Also der Symptomekomplex, der bei Covid auftreten kann, ist ganz bunt. Also zwischen nichts bis ganz schwer. Und gibt es etwas, das ganz charakteristisch ist, wo Sie sagen, da werde ich sofort hellhörig, das muss dann Corona sein? Also wenn man jetzt, zur jetzigen Zeit, in dieser Welle, in der wir uns gerade befinden, wenn man Fieber bekommt, Atemnot, starken Husten, dann ist es schon ziemlich verdächtig, dass es Corona sein könnte. Verlust des Geschmackssinns, des Geruchssinns ist auch so etwas auch eine typische Erscheinung. Und bei Ihnen war es was genau? Hohes Fieber. Mhm. Also das kam jetzt nicht jetzt zu schleichen, sondern es war am Samstag, auf einmal hatte ich einen Schüttelfrost, habe hohes Fieber bekommen. Und dachte, okay, wird schon irgendwie gehen oder was das auch immer sein wird. Den Sonntag habe ich dann noch irgendwie gut überlebt und habe dann schon mit Markus hin und her geschrieben. Dann habe ich gesagt, okay, die einzige Chance ist am Montag einmal ins Krankenhaus. Und Sonntag am Abend kam dann noch wahnsinniges Kopfweh dazu, richtig wahnsinniges Kopfweh. Permanent geschwitzt mit so Fieberschüben. Und ja. Haben Sie eine Vermutung, wo Sie sich angesteckt haben? Schwierig, da ich doch immer wieder mit Kunden auch in Kontakt bin, zwar da mit Abstand, wir haben einen großen Schauraum, also wir können auch bei unseren Schreibtischen Abstand waren, keine Ahnung, echt nicht. Wie ist es dann weitergegangen? Da wurden in der Konfra, wurde mir dann ein Test gemacht. Ich bekam einmal Schmerzmittel, dass einmal mein Kopf und was auch immer leichter wird. Und am Abend, was dann du bei mir, dann kam auch schon der Test. Und dann wurde ich mit der Rettung dann ins KFJ überstellt, auf die Corona-Station. Obwohl Sie eigentlich zuvor, außer Sie haben gesagt, Darmproblemen, keine Vorerkrankungen haben. Also Sie waren dann wirklich schon heftig betroffen. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie Ihr Krankheitsverlauf ausgesehen hat? Naja, mit Montag kam dann oder mit Dienstag ist es dann eigentlich nicht schlimmer geworden, aber es ist gleichbleibend schlimm geworden. Ich bekam dann im Spital auch noch Sauerstoff. Ich habe dann mit Montagnachmittag dann ein bisschen Probleme mit der Luft bekommen. Es kam dann alles so schubartig. Und dann bin ich 10 Tage im KFJ gelegen. Und ja, so am 3., 4. Tag, so Mittwoch, Donnerstag, ist es dann ein bisschen besser geworden. Und dann geht eigentlich die Besserung ziemlich rasch. Was ein Wahnsinn war. Künstlich beatmet? Künstlich beatmet nicht, ich habe Sauerstoff durch die Nase bekommen als Unterstützung, das ich aber gebraucht habe. Wie erklären Sie sich diesen doch recht schweren Verlauf Ihres Patienten? Das kann man von vornherein überhaupt nicht sagen, wie die Verläufe sich entwickeln, weil das individuell total verschieden verlaufen kann. Wir wissen zwar, diese Definition der Risikogruppen gilt noch immer, dass es eher ältere Menschen betrifft, eher Diabetiker, eher Übergewichtige, aber das ist ja alles nicht. Warum junge Menschen zum Teil recht schwer erkranken mittlerweile, nämlich mehr als im Frühling, ist bis jetzt noch nicht ganz geklärt. Es kommt auf die Antikörpersituation an, es kommt auch auf die verschiedenen Virenstämme an, die wir mittlerweile haben. Also die sind von der Virusgenetik her unterschiedliche Stämme bereits in Europa.
Und aus dem her entwickelt sich offensichtlich der Krankheitsverlauf, der zwischen Nullsymptomatik, also nicht krank, nur positiv getestet, bis hin zu schwerst krank oder sogar tot gehen kann. Mhm. Aber das kann man sehr schwer voraussagen. Erst immer im Verlauf kann man die Prognose erstellen. Und die gefährliche Phase ist zwischen 7. und 10. Tag, das weiß man jetzt. Mhm. Am Anfang ist es meistens relativ harmlos mit Kopfschmerzen, Fieber, also wie eine Grippe. Grippeähnlich verläuft es da. Aber das kann sich dann eben nach einer Woche ziemlich rasch verschlechtern. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass die Patienten überwacht werden mit der sogenannten Sauerstoffsättigung. Da gibt es spezielle Geräte, wo die Sauerstoffsättigung im Blut überwacht wird, weil ein Zeichen, dass es gefährlich werden könnte, ist, wenn die Sauerstoffsättigung absinkt. Mhm. Und die sinkt meistens symptomlos ab. Das heißt, die Sauerstoffsättigung im Blut vermindert sich, und das kann man sehr gut feststellen, diesen kleinen Geräten, die man auf den Finger klebt. Und dann weiß man, wenn die Sauerstoffsättigung heruntergeht, da könnte sich eine Gefahr anbahnen, eine schwere Lungenentzündung oder im schwersten Fall auch ein Lungenversagen. Daher ist es wichtig, dass die Patienten Sauerstoff bekommen, dass man immer wieder die Sauerstoffsättigung misst und die Patienten dahingehend engmaschig überwacht. Und diese Sauerstoffsättigung kann man auch zu Hause messen. Es gibt Geräte, die sind im Handel frei erhältlich. Das nennt sich Pulsoximeter. Das ist aus meiner Sicht wäre das eine wichtige Sache, dass viele Leute das zu Hause haben, speziell die, die in der Risikogruppe sind. Ist aus meiner Sicht derzeit ungefähr gleich wichtig wie ein Blutdruck. Messgerät sollte auch jeder zu Hause haben, dass man sich einmal die Sauerstoffsättigung misst, wenn man eine Infektion hat, sprich wenn man so eine grippale Symptomatik hat, weil an dem entscheidet sich, ob man schwerer krank wird und einen Arzt braucht, nämlich wirklich einen Arzt rund um die Uhr, sprich ein Spital, oder ob man das Ganze telemedizinisch und mit Hausmitteln behandeln kann. Was ist, wenn ich zum Beispiel Corona habe und ich habe schon eine geringe Sauerstoffsättigung und ich habe da noch eine Maske auf? Was passiert dann eigentlich? Kann ich das jetzt selber messen, dass es mir schon schlecht geht? Das kann man selber messen. Es gibt gute Geräte, wie gesagt, die man beziehen kann bei Bandagisten. Die kann man auch im Internet kaufen. Es sollten zertifizierte Geräte sein. Am besten, man lässt sich da beraten von einem Arzt bzw. im Fachhandel. Aber durch die Maske bekomme ich auch noch weniger Luft. Ja, bekommt man weniger Luft, aber durch die üblichen Masken kann es schon sein, dass die Sauerstoffsättigung ein bisschen heruntergeht. Mhm. Aber wenn ich mich sonst gesund fühle und sonst keine Symptome habe, nur eine Sauerstoffsättigung, die jetzt noch immer über 90 ist, 90 ist so ungefähr die Grenze, wo man nachzudenken beginnt. Üblicherweise ist es zwischen 97 und 100. Aber wenn man Richtung 90 oder darunter geht, dann ist auf alle Fälle die Indikation gegeben, dass man einen Arzt verständigen sollte. Mhm. Waren Sie von einer Normalstation oder von Intensivstation? Normalstation. Wie haben Sie das erlebt? Wir hören immer, das Personal dort ist am Limit in den Spitälern in Österreich. Wie war für Sie die Situation? Ich lag in meinem Einzelzimmer. Ich habe grundsätzlich vom Spital oder auf den Gängen, was da los ist oder was da abgeht, null mitbekommen, weil ich ja nicht raus durfte. Ich bin spät, das war Montag, erst so gegen 10 am Abend aufgenommen worden, gleich aufs Zimmer. Und dann kam der Arzt zu mir, wir haben so die Erstaufnahme gemacht und dann bin ich 10 Tage nur in diesem Zimmer gelegen. Mhm. Von den Schwestern und so oder von dem Pflegepersonal kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Man hat schon gemerkt, dass der ein oder andere totalen Respekt oder Angst nicht von mir hatte, sondern von meiner Krankheit. Andere haben es nicht gar so locker gesehen, aber sind auch im Zimmer geblieben, haben ein paar Worte gewechselt. Aber das war es im Grunde genommen. Du bekommst nichts mit, was dort abgeht. Mhm. Eine sehr langweilige Zeit. Ziemlich. Kann ich mir vorstellen, so lange eingesperrt. Ziemlich. Wie geht es Ihnen jetzt? Man hört ja immer wieder von Langzeiterfolgen. Es geht mir gut, bis auf die Kurzatmigkeit. Also ich kann wieder Sport machen, ich kann wieder laufen gehen, bin noch weit von der Zeit weg, wo ich hin will oder wo ich war. Das Mühsame ist halt zeitweise diese Kurzatmigkeit. Das ist wie eine Blockade, wo man halt wirklich so durchatmen muss oder wenn man länger spricht oder wenn ich länger telefoniere, wo ich dann immer wieder so Luft holen muss. So wie als wenn zu wenig eigentlich hineingeht und ich brauche eigentlich viel mehr. Was ist denn jetzt bekannt in Bezug auf Langzeitschäden? Man hört jetzt immer wieder neueste Meldungen, dass die doch erheblich sein sollen. Was weiß man da bis jetzt darüber? Da muss man vorsichtig sein mit der Bezeichnung Langzeitschäden, weil wir kennen die Erkrankung bzw. die Infektion ja erst seit Anfang des Jahres. Es gibt langwierige, langfristige Verläufe, sogenannte protrahierte Verläufe, so sagen wir in der Medizin dazu. Und typischerweise sind es eben solche Zustände wie immer wiederkehrende Atemnot oder ein chronisches Müdigkeitsgefühl. Das sind die häufigsten Folgen bei einer verlängert verlaufenden Covid-Erkrankung. Und da muss man dann auch nachschauen, ob da was Organisches dahinter steckt. Da ist es am
günstigsten und am gescheitersten, eine CT-Untersuchung zu machen, wenn solche Folgen 3-4 Wochen nach Abfiebern und Abgängen der Akutsymptomatik noch immer da sind. Dann sollte man sich das anschauen, weil da können in der Lunge sogenannte längerfristige Infiltrate und Narbenbildungen auftreten. Und das muss man dann speziell behandeln. Also jeder, der nach einer Covid-Infektion längerfristig Probleme hat mit der Atmung, wird von mir und auch von anderen Kollegen, die die Covid-Patienten nachbetreuen, routinemäßig zu einem CT geschickt, also zu einer Computertomographie. Man macht auch eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Man schaut, ob Antikörper da sind, ob die Patienten Antikörper entwickeln, wie der Immunstatus ist, wie die Gesamtsituation ist. Aber wichtig ist wirklich die Nachbeobachtung der Lunge, um eben frühzeitig drauf zu kommen, ob sich hier was entwickeln könnte oder länger etwas zurück bleibt. Aber man muss da wirklich unterscheiden zwischen verlängerten Verlauf und Langzeitschaden, weil von einem Langzeitschaden nach einer Erkrankung kann man in Wirklichkeit erst nach frühestens einem Jahr sprechen. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Also man muss die Patienten nachbeobachten und es laufen auch Studien im Wiener AKH diesbezüglich und weltweit in allen großen Kliniken wird sich das angeschaut. Aber ob wirklich Schäden zurückbleiben und welche Art die sind, davon kann man noch nichts Genaues sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Sie sind Autoverkäufer. Ich nehme an, Sie waren jetzt quasi im Lockdown. Mhm. Ab Montag geht es wieder los? Geht es wieder los. Fühlen Sie sich fit? Ja. Und Sie geben auch das Go? Ich gebe das Go. Er ist fit, er sportelt viel und wir sind in regelmäßigem Kontakt. Und was vielleicht noch interessant ist, ist, wie die Infektiosität ist in dieser Gesamtsituation. Seine Frau zum Beispiel ist negativ geblieben. Ne? Er hat eine relativ schwere Verlaufsform gehabt und seine Frau hat überhaupt keine Symptome und hat auch keine Infektion erwischt. Nehmen wir also, schon an, dass Sie Kontakt mit Ihrer Frau hatten, aber ja, man hört das immer wieder. Wie kann das sein? Das ist auch noch unklar. Das ist virologisch, immunologisch, infektiologisch wird das abgeklärt. Es gibt eben eine sogenannte Hintergrundimmunität beim gewissen Prozentsatz der Bevölkerung. Man geht davon 40% circa aus. Die haben eine sogenannte T-Zell-vermittelte Immunität. Das klingt jetzt komplex, ist aber in Wirklichkeit einfach eine basale Immunität gegen Coronaviren, wo es offenbar Kreuzimmunitäten gibt. Also da ist man gegen andere Coronaviren, das sind ja Schnupfenviren, sind ja auch Coronaviren zum Teil. Da ist man gegen gewisse Coronaviren immun und der Körper, das Immunsystem ist in der Lage, auch dieses neuartige Coronavirus abzufangen und die Infektion nicht ausbrechen zu lassen. Und ca. 40% der Bevölkerung dürften das haben. Schwankt die Angaben, die anderen sagen 20%, die einen Studien, andere Studien sagen bis zu 60%. Ist weltweit auch unterschiedlich, kommt da eben darauf an, wie stark sich die Viren dort und da verbreiten. Aber es gibt eine basale bestehende Immunität. Das erklärt auch, warum ein großer Teil der Leute wenig bis keine Beschwerden hat im Rahmen einer Infektion. Das ist die gute Nachricht eigentlich dabei, dass wir uns nicht fürchten alle vor Corona, sondern dass ein großer Teil von uns ja immun dagegen ist. Markus Franz, Internist in Wien, vielen Dank fürs Kommen, auch Alexander Friebert und Ihnen auch alles Gute. Ich habe gehört, ein bisschen hapert es noch mit der Lunge, mit dem Atmen. Hoffentlich wird das bald besser. Dankeschön fürs Kommen. Danke.